Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das Badeparadies, der Badespa oder der Spa-Bereich ist fertig. Sieht hübsch aus, kann benutzt werden. Ich habe bis jetzt noch keinen hier baden sehen. Bin mal gespannt, ob man das noch sieht oder nicht. Wir werden es sehen. Was wir auch noch brauchen in der Kolonie, natürlich neben funktionierenden Gästequartieren, wo wir in der letzten Folge noch schnell mal die Rohre geplant haben, damit die Sanitäranlagen funktionieren, ist eine Waffenkammer und eine Kleiderkammer. Das hatten wir in der Vergangenheit immer. Das würde ich auch gerne wieder einrichten. Möglichst in der Nähe von den Handwerksstationen, wo das Ganze auch hergestellt wird. Also das ist hier. Man könnte jetzt hier zum Beispiel eine Kammer machen. Aber ich habe mir überlegt, ich werde das in diesem Bereich machen. Dazu nehmen wir noch ein kleines bisschen vom Fels weg. Das fangen wir direkt mal an. Und zwar machen wir das so hier quasi natürlich rein. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu groß. So. Und das brauchen wir auch aus Holz. Warum nicht? So, wir machen jetzt eine Kammer für beides mit zwei unterschiedlichen Regalbereichen. Wir werden allerdings zwei Eingänge bauen, weil ich möchte, dass da schnell rein und raus gelaufen werden kann. Das sind jetzt auch schon die Automatiktüren, die wir sowieso bald überall haben wollen. Hoppla. Gut. Boden. Irgendein Steinboden. Ich mag ja den hier, wisst ihr ja. Nehmen wir den aus Marmor. Oh. Das ganze Marmor habe ich, glaube ich, verplant inzwischen. Das ist weg. Haben wir denn noch Marmorbröckchen? Ja, gut. Dann kommt ja was nach. Dann nehmen wir jetzt Schiefer. Schiefer ist immer so dunkel, nehme ich nicht ganz so gern, aber ist dann auch okay für die Kleiderkammer und Waffenkammer. So, was ist das jetzt? Die Forschung für Kryo-Schlafkapseln sind fertig. Und die Karawane ignoriere ich. Ja, Killbox ist noch ein offenes Thema. Haben wir eigentlich schon Kakao geerntet? Ich habe gar nicht geguckt. Die Bäume sind bei 72%. Es dürfte noch ein bisschen dauern. Das hier sind die neueren Bäume, die sind bei 60%. Etwas müssen wir noch Geduld haben. Gut, Energie. Was ist da denn los? War die gerade kaputt? Kann sein. Wir haben nichts über... Ach nee, Moment. Das müssen wir mal dann wieder ans Netz nehmen. Die war kaputt, ist repariert worden und ist jetzt halt entladen. Wir tauschen einfach mal. Die sind fast voll. Ja, wir haben momentan ein Defizit von fast 8000 Watt stellenweise. Dann würde ich sagen, brauchen wir ein neues Geothermiekraftwerk. Wir hatten doch irgendwo in der Nähe noch eine... Da ist ein Geysir. Hier wäre halt die Leitung auch schon halb da. Ja komm, wir bauen hier eins hin. Und wir hatten doch noch eins in der Nähe. Das war kurz vor der Mauer irgendwo. Ah ne, das hatten wir ja schon angeschlossen. Hoppla. Kurze Pause raus, dann sieht man es hin und wieder. Da wäre noch eine Stelle. Dann schließen wir das auch noch an. Die Stromleitung können wir schon direkt legen. Tja. Diese Leitung wird nicht ewig hier stehen. Da müssen wir uns dann gegebenenfalls nochmal was überlegen. So, angefragte Karawane, egal. Die Balance ist im Schießrausch und psychische Beruhigung für die weiblichen Kolonisten. Das ist doch wunderschön.
Dann machen wir hier noch die beiden Stromlinien. Das machen wir jetzt. Ah, da ist Schlamm. Naja, komm, wir werden das über eine Leitung nur anschließen. Das Ding ist ja, dass wir hier eh nur eine Brücke haben, dass also eh nur über eine Leitung laufen wird. Das ist dann schon okay. Was wir noch machen sollten, ist dann aber auch so ein Käfig drum, so wie hier. Ein bisschen Schutz ist, denke ich, schon ganz angesagt. Hier können wir es einfach so machen. Schon wieder Käferbefall, meine Güte. Nee, ne? Ja, dann müssen wir hier ein bisschen enger bauen. Ich mach da kurz keine Dachzone drüber. Schon wieder hier beim Bohrer. Ja, natürlich. Es kommt nur ein Käfer raus. Und wie gesagt, dank Mod in der letzten Folge war das auch schon kein Problem. Nee, das war eine vorletzten Folge, meine ich. So, nochmal Granit. Okay. So. Schwimmt leider immer noch keiner. Oh, jetzt mal. Herzogin Leila schwimmt. Yay. Oh, Chris kommt auch dazu. Nein, wie schön. Ist doch cool. Ha, und sogar die Dusche hinterher benutzt. Sah zumindest so aus. Ja, genial. Das ist ja einfach nur toll. So, wenn jetzt noch die Leitungen hier fertig gebaut werden, dann können wir auch die Gäste einladen, also zulassen. Na gut, hier sind natürlich wieder so viele neue Bauprojekte da. Der Dock kann ja nicht abwarten und so, ist ja klar. Das kennt ihr ja schon. Hier, das ganze Zeug ist noch. Das ist noch richtig viel zu tun. Ich muss mal gerade schauen. Constructen. Haben wir nur zwei. Warte mal, was ist denn hier los? Ach, das ist Deconstruct, ja. Im Grunde könnten die auch bauen. Fähigkeit ist nicht so hoch. Heißt dann aber, dass wir vielleicht auch mal so richtig beschissene Betten kriegen. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen lassen wir das mal bei Dr. Wolfsherz und Säge. Aber wenn wir nochmal einen Rekrut bekommen, dann wäre es nicht schlecht, wenn die das könnten. So, die Rohstoffe des Tiefenbohrers sind erschöpft. Der Bohrer wird automatisch verboten. Jetzt müssen wir den Scanner einschalten. Wir haben sowieso so wenig Strom, also wird es auch wirklich eigentlich Zeit. Und jetzt können wir den Bohrer halt versetzen. Zum Beispiel so. Strom hat er dann immer noch genug von der Leitung, so dass dann dieses Stückchen abgebaut werden kann. Das wird halt immer Block für Block so abgebaut. Der Langstrecken-Mineralien-Scanner ist jetzt auch erforscht. Ja, hier das Bodenverlegen dauert halt auch immer lange. Da steht eine Wand wesentlich schneller. Zack, einmal duschen von der Arbeit. Ein verrücktes Tier, ein Hase. Tja, verrückt genug, in unsere Verteidigung zu laufen. So, was ist hier jetzt los? Urlaub? Ah, die Wand wird repariert. Ah, okay. Ist halt der Nachteil, die Geschütze treffen natürlich auch die eigenen Wände. Ah, ich muss das vielleicht erlauben wieder, damit er bewegt werden darf. Das weiß ich nicht genau. Ja, und jetzt machen sich die Stromprobleme bemerkbar, aber auch, weil wir eine Sonnenfinsternis gerade haben und natürlich hier die ganzen Solaranlagen jetzt nichts für uns produzieren.
Müssen wir halt nur hoffen, dass uns nichts kaputt geht, so erntemäßig zum Beispiel. Ich meine, die halten ja immer noch ein bisschen. Aber das Fleisch zum Beispiel, das kann schlecht werden. Oder auch diese Kühlschränke, wenn sie denn nicht laufen, könnten Probleme bekommen. Müssen wir einfach ein bisschen gucken. So, eine Lordoki-Skulptur wurde hergestellt. Die ist hier gelandet. Die wollen wir doch mal installieren. Ja. Wo, ne? Momentan. Hier erstmal. Im Freien. Ich hoffe, dass hier viele Leute langlaufen und dann noch den Stimmungsboost bekommen. Ich habe halt den Entertainment-Bereich auch noch gar nicht ins Auge gefasst. Das kommt noch. Jetzt, wo der Gästebereich komplett fertig ist, könnten wir das eigentlich als nächstes machen. Müssen wir vielleicht nur noch zwei Quartiere irgendwo dazu holen. Ich meine, wir haben ein freies, zwei freie. Naja, eigentlich können wir das ruhig machen schon. So, Sonnenfinsternis ist vorbei. Das heißt, ab dem nächsten Tag gibt es hier auch wieder mehr Energie. Wir kriegen jede Menge Junge. So viele, dass hier auch nicht mehr genug Platz zum Schlafen für alle Tiere ist. Hier läuft noch einer rum. Und da läuft noch einer rum. Das heißt, wir brauchen neue Tierbetten. Und wir müssen mal gucken, ob wir trainieren können. Ja, die, die es können, sind schon Transport trainiert. Die sind alle zu jung, die sind noch ganz neu. Die möchte ich dann eigentlich auch verkaufen irgendwann. So, jetzt ist es gerade neblig, aber trotzdem gibt es halt eben Solarstrom wieder. Trotzdem werden wir ein Defizit haben. Das ist jetzt nicht am Netz, da müssen wir gucken. Im Moment haben wir einen dicken Überschuss. 20.000, das ist schon mal gut. Batterien laden sich. Hier ist der Pflanzzyklus erreicht. Dann kommt sofort die Truppe und pflanzt neu ein. Na, der Wald, der muss natürlich auch ordentlich bewirtschaftet werden. Ich würde sagen, wir machen mal im Moment kein Harvesting. Das heißt, wir fällen keine neuen Bäume, denn wir haben gerade genug Holz. Wir können dann erlauben zu fällen, wenn wir mal Holz brauchen. Steine sind gerade auch wieder aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Granit haben wir. 890. Sandstein ist aus, aber da holen wir auch keine neuen Blöcke. Ich glaube, da haben wir nicht mal Aufträge für. Mal kurz schauen. Ne, wir machen nur Schiefer, Marmor und Granit. Großhändler, sehr gut. Ja, wobei, da sind wir auch nicht mehr so abhängig von. Trotzdem. Gucken wir natürlich. Wir können zum Beispiel die Welpen verkaufen. Also alle, die jetzt 0 Jahre alt sind. Den also auch. Also ja, das ist, kann man am Preis immer gut sehen. 69,90 ist hier der Preis. Die gehen schon mal weg. Dann kaufen wir natürlich die Bauteil und das eine Hightech-Bauteil nehmen wir auch mal mit. Außerdem kaufen wir Gold, sofern vorhanden. 193 Einheiten, das ist richtig teuer. Aber wir kommen gleich an die Bezahlung. Und zwar machen wir den Cowboy-Hut mal weg. Ja, wir könnten hier die Skulptur verkaufen, aber die behalten wir natürlich. Der Staubmantel kann noch weg, der ist bei 51% eigentlich. Müsste der verbrannt werden. Ich glaube, da muss ich nochmal die Kleiderrichtlinien prüfen irgendwann. Ja, wir könnten natürlich auch ein bisschen Plastik kaufen. Jetzt wird es richtig teuer. Schauen wir mal. Leder kommt weg. Das Teufelsgarn nicht. Das kann man gut zum Bezahlen nutzen. Also wenn wir davon, ich sag mal, 1214 verkaufen. Ja, dann haben wir noch 2000 über und wir haben nur noch 718 zu bezahlen. Und das können wir eigentlich ganz locker mit dem Meistern machen. Da haben wir gerade sehr viel von. So, kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Und haben ein paar echt teure Sachen gekauft. So, hier werden schon die Bäume gefällt, die gefällt werden müssen. So, Leute, hier ist doch gar nichts mehr drin.
Also es ist nicht der richtige Weg, hier das Verboten zu entfernen. Weil sonst stellt sich da einfach einer wieder dran. Ob da jetzt Rohstoffe dann drunter sind oder nicht, scheint dann völlig egal zu sein. Das ist Schiefer und Marmor. So, Skulptur steht. Naja, so langsam kann man an, dass hier was passieren soll. Hier haben wir noch jede Menge Schiefer. So, das ist Granit, ja. Das ist Schiefer. Da ist noch Granit. Und das auch. Alles rein. Es ist Platz im Raum. So, Metallschrott einschmelzen macht auch nicht jemand. Macht auch gerade niemand. Da müsst ihr mal gucken, das ist nicht cremate, sondern smelt. Da müssen wir schon mal schauen, dass wir das ein bisschen wichtiger machen. So. Tibaus macht das jetzt, damit das wegkommt hier. Weil das ist Metall, ne? Das liegt hier rum und kann aber zu Metall verarbeitet werden. Weiß nicht genau, wie viel da mal rauskommt. Wir können mal gerade schauen. Tibaus trägt das ja gleich. Das sind 20 Einheiten. So, wir machen das jetzt aber anders. Wir sagen, dass das hier abgelegt werden soll. Und zwar auf den Boden legen. Das machen wir hier bei diesen nicht, weil da ist es direkt nebenan. Aber das auf den Boden legen heißt, es wird hier hingelegt und die Hunde tragen es dann an die entsprechenden Ziele. Weil der Weg von hier darüber, das ist einfach zu weit. Jetzt kommt Adrian und macht es und dann wird man es auch sehen. Es wird jetzt hier hingelegt und dann wird direkt das nächste gemacht. Das ist schneller. Das macht mehr Sinn. Sehr schön. Läuft. Piratenhändler brauchen wir nicht. Kräutermedizin im Lager verdorben. Ja, Kräutermedizin müsste man eigentlich auch kühlen. Oh, vor allem sehe ich gerade, dass die jetzt langsam alle fällig werden. Die hält sich auch irgendwie zwei Saisons oder drei. Und wir haben schon lange keine mehr angepflanzt. Müsste man sich dann doch tatsächlich mal wieder überlegen. Oder wir sorgen dafür, dass die gekühlt ist. Das heißt, wir verfrachten sie hier oben rein. Kräutermedizin hergestellt. Medizin, Kräuter. Da nehmen wir sie hier unten raus. Und sorgen jetzt dafür, dass die dringend getragen wird. Das heißt, da kommen ganz schnell unsere Leute und machen das. Hätte jetzt nicht wirklich dringend gemusst, aber jetzt verdirbt sie halt nicht. Okay, hätten wir das auch erledigt. So Leute, diese Folge ist dann ausnahmsweise auch mal ein paar Minuten kürzer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ich sehe, dass wir das Gästequartier fertig haben. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir das zu Gästequartieren machen und dann kommen auch mal Gäste. Ja, aber das dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.